Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. 13. April 2019, Tageshoroskop nach tibetischen Astrologie. Thema Nadine Breitenstein habe ich persönlich abgeschlossen. Und doch bekomme ich viele E-Mails, auch Bilder, Kommentare in Facebook. Gerade eben wurde auf meiner Seite was gepostet, wie die beiden Damen sich freuen über die Verpackungsgesetz. Mit diesem Verpackungsgesetz wurden wir, einige Kartenlegerinnen, angezeigt von ihrem Rechtsanwalt, und wir sollten diese Strafe auch zahlen. Ich habe mir nur die Frage gestellt und lasse ich das im Raum stehen, mit welchen Energie verpackt sie ihren Energieprodukte? Zum Nachdenken. Außer diesem Verpackungsgesetz gibt es noch mal ein Gesetz. Ursache und Wirkung. Und dieses göttliche Gesetz steht über dem Verpackungsgesetz. Zum Nachdenken. Und jetzt zu diesem Tageshoroskop. Wir haben vier Grundelemente: Feuer, Erde, Luft und Wasser. Und so werden die Tierkreiszeichen unterteilt und wir schauen an, wo befindet sich Sonne, Mond und die Planeten. Die tibetischen Astrologen haben das Grundwissen, auch die Berechnung von indischen Astrologie übernommen. Und nach dieser Berechnung bewegt sich Sonne in Tierkreiszeichen Fischen. Und das zeigt die Monatsthema und das sind unsere Gefühle. Außerdem etwas im Fluss zu bringen, etwas zum krönenden Abschluss bringen. Mond hat einen großen Einfluss auf unsere Gefühle und Mond bewegt sich in den Tierkreiszeichen Krebs. Mond fühlt sich sehr wohl hier im Krebs, weil herrscht über diesem Tierkreiszeichen und aktiviert unsere Intuitionen. Und wenn wir intuitiv sind, dann verspüren wir auch im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Mars bewegt sich in Tierkreiszeichen Stier, das ist eine männliche Energie, und zeigt auch die Bedürfnisse, die Männer. Die Männer möchten einfach Sicherheit, Stabilität, kümmern um die Finanzen. Sie brauchen jetzt sehr viel Ruhe. Sie möchten die Zeit schlicht einfach mal genießen. Merkur steht für Kommunikation zum Handlungen. Merkur bewegt sich auch hier in Fischen und das heißt, die Handlungen sollen fließend verlaufen und die Gespräche sehr gefühlsvoll oder wir sollen Gefühle ansprechen. Jupiter bewegt sich in den Tierkreiszeichen Schütze und hat die rückläufige Bewegung und das heißt, die Möglichkeiten und Chancen sind da. Und die Schütze natürlich ist aktiv, setzt das auch in Bewegung. Aber wir sollen noch etwas anschauen, noch etwas überprüfen. Vielleicht nicht so stürmisch handeln, sondern langsam, langsam. Oder haben wir noch Themen von Vergangenheit? Venus bewegt sich im Tierkreiszeichen Wassermann. Und das zeigt die Liebe-Partnerschaft, Thema Liebe-Partnerschaft. Und das heißt, wir brauchen auch einen gewissen Freiraum, aber das ist weibliche Energie und zeigt uns auch als Frau. Und das bedeutet diese Wassermann-Energie, wir haben tolle Ideen, wir sind gerade sehr kreativ
und heißt auch, wir sollen, wir Frauen, verinnerlichen, dass wir einzigartig und außergewöhnlich sind. Hier haben wir gerade einen Einfluss von Pegasus. Und Pegasus, diesem Sternbild, symbolisiert Ängste. Also für uns Frauen ist das sehr wichtig, von unseren Ängsten befreien. Saturn bewegt sich im Schütze. Und Saturn sorgt dafür, dass hier etwas in Ordnung kommt, in Stabilität kommt, steht auch mit Liebesenergie in Verbindung, also Ängste, Zweifel, Unsicherheit überwinden und so kommt dann die Struktur, Stabilität, aber wir sollen geduldig sein. Uranus bewegt sich im Widder und das heißt, hier haben wir Umbrüche, Veränderungen, Neuanfang, das ist der die Widderenergie, viele Menschen stehen gerade vor Neuanfang. Neptun ist im Wassermann und das ist schon tolle Ideen und zeigt auch die Kreativität, Kunst, Kreativität, dass wir unsere Ideen verwirklichen können. Und Pluto ist hier im Schütze, aber im Grenzbereich, weil das nähert sich, dass Pluto übergeht dann im Steinbock. Das dauert noch, aber Pluto bewegt sich auch langsam. Aber bewegt sich im Grenzbereich und diese Pluto-Energie ist spürbar bei Steinbock-Geborenen, gerade die in die erste Dekade geboren sind. Das sind Themen wie Loslassen, von etwas verabschieden, trennen, aufräumen, auf dem Wesentlichen konzentrieren und die innere Stärke verspüren, diese inneren Kraft. Wenn ich jetzt betrachte die tibetischen Symbolen hier, dann ist wichtig, was hier die Zahlen auch zeigen. Wir haben Chancen, Möglichkeiten, etwas Neues starten, etwas Neues beginnen. Aber bevor wir diese Schritte machen, noch etwas in Ordnung bringen, wirklich zum krönenden Abschluss bringen und dann neu orientieren und diese Chancen, Möglichkeiten nicht einschlafen. Mond bekommt einen Einfluss von Pollux und natürlich die Sterne wirken auch auf dem tibetischen Astrologie, die Sternenhimmel ist überall das Gleiche. Und aus diesem Grund erzähle ich die mythologische Geschichte dazu von der klassischen griechischen Mythologie. Es gab eine Königin Leda, eine wunderschöne Frau. Und Zeus, der Himmelsgott, liebte schöne Frauen und verliebte an Leda und verführte auch Leda. Und Leda wurde schwanger. Aber sie war verheiratet mit dem König von Sparta und sie wurde von diesem König auch schwanger und Leda gebar den beiden Zwillingen Kastor und Pollux. Kastor war der Sohn von König, also menschlich und sterblich und Pollux war der Sohn von Himmelsgott Zeus, also göttlich und unsterblich und die beiden Zwillinge waren immer miteinander verbunden. Und dann kam der Tag, wo Kastor sterben müsste und Pollux ging zu seinem Vater und sagte, ja, ich möchte auch sterben, ich kann nicht meinen Halbbruder alleine lassen. Und Zeus hat gesagt, nee, ihr braucht nicht sterben, ich mache euch beide unsterblich. Und Zeus hat den beiden im Himmel gesetzt und damit zeigt sich diese Unsterblichkeit. Und diese Geschichte hat eine symbolische Bedeutung und erzählt uns etwas Wichtiges. Unsere Seele ist ein Teil von der göttlichen Schöpfung. In unserem Inneren ist doch eine göttliche Funke da und das bleibt erhalten, das ist doch unsterblich. Und unsere Seele sucht einen Schicksalsweg aus. Und das ist dieser sterbliche Teil, was Kastor symbolisiert. Das hat einen Anfang. Das ist unsere Geburt und hat ein Ende, das ist unser Tod. Und wir machen diesen Schicksalsweg, aber die Seele verlässt irgendwann die Körper, Materie, auch die Erde und kehrt zum Gott zurück. Und dann wird Gespräch geführt. Wir haben keinen strafenden Gott,
aber die Seele soll befreit fühlen, wirklich befreit. Und hier kommt auch die göttlichen Gesetze, die göttlichen Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Alles, was wir in Ursache setzen, kehrt auf uns immer zurück. Die Seele muss es ausgleichen, geht kein Weg vorbei. Und das ist die göttliche Gerechtigkeit und Pollux, dieser göttliche Teil, diese göttliche Funke, was unsere Seele berührt, wo wir spüren, dass auch wenn wir meditieren, diese göttliche Energie, das was bestrahlt den heutigen Mondbewegung und das eignet sich sehr gut zum Meditation. Diese tibetische Astrologie, dieses Bild zeigt, wir haben gerade eine schwierige Zeit, das ist nicht so einfach. Und gerade da brauchen wir jetzt die Kraft, unseren Pflichten nachzugehen, weitermachen. Und diese Kraft kommt von unserem Inneren. Wir brauchen auch die Zeit, zur Ruhe kommen, damit wir wirklich etwas in Bewegung setzen können. Die Energie ist heute nach innen gerichtet und zeigt eine gewisse Aktivität und Schritte zu machen. Das ist eine Drache und das ist ein Metall, Drache, Metall. Dieses Element Metall bedeutet etwas klären, etwas bereinigen. Natürlich kann das auch kühle Haltung auch ausdrücken, aber hier geht es um erster Linie um Klärung, um klärenden Gespräche, etwas aufklären, bereinigen und das symbolisiert die weiße Kleid, diese Farbe, was diese Drache hier umhüllt und die Ast bedeutet auch, wir brauchen trotzdem diese Stabilität und Wachstum, das ist dann die Holzelement und das zeigt alles, was wir gerade starten, beginnen, das kommt zum Wachstum und da kommt noch ein bisschen Erde und Feuerelement dazu, dass wir das mit Begeisterung tun sollen und aktiv auch, aber sollen wir auch die Struktur achten. Die Jahrgänge, wo zu diesem Energie gehören, das ist der Jahrgang 1940 und Jahrgang 2000. Sie haben ihren persönlichen Energie heute, was dieses Bild auch vermittelt. Für die 1940 Geborenen zeigt sich die Nummer 3 hier in die blaue Farbe. Das ist das Glückszahl. Also nochmal, für diejenigen, die 1940 geboren sind, haben die Glück mit 3, aber das symbolisiert die Gefühle nach außen bringen. Die Farbe Blau symbolisiert die Gefühle und die 3 nach außen zu gehen, also Gefühle zeigen, Gefühle vermitteln, das bringt Glück. Die wichtige Thema ist hier in die Mitte die Zahl 6. Und das sind die Erinnerungen und die Metall, hier diese weiße Farbe wieder, bereinigen etwas, nachdenklich zu sein, was war in die Vergangenheit und das bereinigen. Und die Schicksalszahl ist hier diese rote 9, das heißt etwas abschließen und dann neu orientieren, die Chancen, Möglichkeiten wahrnehmen, aktiv zu sein. Und diejenigen, die im Jahr 2000 geboren sind, ist die Glückszahl die 6 in weißen Farben. Das ist so, bedeutet Vergangenheit, die Vergangenheit nachdenklich zu sein, etwas klären, etwas bereinigen. Die Hauptthema ist die Zahl 9 in die Mitte, in die rote Farben, etwas zu Ende bringen und neu orientieren, aktiv zu sein, etwas Neues starten. Beginnen. Die Schicksalszahl ist die 3 im blauen Kästchen hier und das zeigt die Gefühle nach außen präsentieren. Heute haben wir Mars-Energie nach tibetischen Astrologie und diese Mars-Energie bedeutet etwas, eine gewisse Nervosität, aber wir sollen willensstark bleiben. Es gibt zweifelhafte Themen, aber wir sollen ehrlich reagieren. Wir bekommen Kritik, aber es ist wichtig, das zum Klären, das aufzuklären.
Und es gibt einige Menschen, die die Fehler gerade bei anderen Menschen suchen. Der Tag ist heute sehr gut, Gewinne zu machen, gute Geschäfte abzuschließen. Und die Verbindungen zwischen den Planeten bedeutet etwas zum Ende bringen, intuitiv sein, etwas im Fluss zu bringen. Die Männer brauchen Ruhe, die möchten die Tage genießen, die sprechen gerne über Gefühle. Wir sollen klare Ziele setzen, neu orientieren. Wir Frauen sollen unseren Ängsten befreien. Und wenn das gelingt, so kommt in die Liebe, Partnerschaft mehr Struktur. Und Thema loslassen kann auch eine aktuelle Thema sein. Und das war dieser Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo. Thema ist Kindheit und das innere Kind. Warum ist es so wichtig, dieses Thema ansprechen? Weil Kindheitserinnerungen haben wir alle. Und es begleitet uns bis zu unserem Lebensende, beeinflusst unserem Leben, unseren Gedanken und unseren Gefühlen. Und hat einen Einfluss auf unsere berufliche Zukunft, aber nicht nur dort, sondern beeinflusst unsere Beziehungen, weil oft wiederholt sich die gleiche Muster, nicht nur bei uns, sondern bei unserem Partner oder bei Männern, bei der Partnerin. Also das sind oft dieselben Muster, was wir erlebt haben in Kindheit. Wir ziehen so ähnlichen Partner an, was der Vaterbild ist oder die männerähnlichen Partnerin, wie die Mutterbild ist. Und das sollte man auch klären, jeder mit sich selbst klären. Und dass wir mehr Verständnis haben, warum oder verstehen wir, warum ist diese Beziehung so, wie das ist, warum läuft es nicht rund, woran liegt die Hund begraben, oft ist es die Kindheit. Und darüber habe ich ein Klärungsvideo gemacht. Ich veröffentliche diese Klärungsvideo nicht. Wenn ihr Interesse daran habt, wirklich ernsthafte Interesse, dann bekommt ihr die Link dazu. Diese Klärungsvideo ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Schreibt mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Diese Klärungsvideo ist kostenlos. Dann bekommt ihr den Link dazu, dann schaut euch an, was sagt euch das aus. Und dann bin ich sicher, ihr habt mehr Verständnis an euren Partner oder klärt sich vieles auf. Warum ist die Beziehung so und erkennt ihr die Muster von der Kindheit, entweder an euren Kindheit oder die Kindheit von euren Partner oder Partnerin. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.